Hola chicas und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde von Let's Play Dead by Daylight. Und jetzt ist mein Schnauzer abhanden gekommen. Vito sagt hallo. Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Dead by Daylight. Also ich bin ja der Meinung, dass wir große Probleme damit kriegen werden, den letzten Part in den Schatten zu stellen. Oh, ich bin immer noch kribbelig, das war so... So geil! Entschuldigung. Also bei euch ist leider eine Woche vergangen, aber wir haben das jetzt so am Stück aufgenommen, weil wir produzieren ja ein bisschen vor, wegen unserem Umzug. Ich meine, warte mal, das ist der vierte? Ist das der vierte oder der fünfte Part? Der fünfte. Jetzt ist der fünfte, dann sind wir schon umgezogen. Ja, aber wahrscheinlich noch nicht so toll und mit Computerecke und so. Und deswegen mussten wir ein bisschen vorproduzieren, damit eben, wenn Internet nicht funktionieren sollte in der neuen Runde, dass ihr dann trotzdem noch mit Folgen versorgt seid. Genau so ist das. Also es ist nicht so, dass wir wirklich jede Woche die gleichen Klamotten tragen. Es ist eher so, dass wir halt am Stück aufnehmen. Oh nee. Ich schlafe in den Klamotten sogar, Vito. Ja, und solange du dich einmal in der Woche duscht, ist doch alles in Ordnung. Hä? Einmal die Woche? Einmal im Monat? Das finde ich eklig. Nee, das ist... Aber einmal die Woche ist okay, ja? Ja. Ah, okay. Na gut. Wenn du nur einmal im Monat machen würdest, dann würde ich nicht irgendwie mit dir in einem Bett schlafen wollen. Nicht? Aber nee. Das hat doch das gewisse Extra dann. Ja, also mehr Würze, ne? Ja, und das beruhigende Summen der Fliegen... die die ganze Zeit um einen herumschwirren. Das hilft dann beim Einschlafen. Bah, wir haben schon wieder Themen heute. Ja. It's unbelievable. Das klang gerade eher wie so ein, wie heißt das nochmal, mit dem kurz, kurz, lang und so. Morsen. Ich weiß noch, das war früher bei... Oh, Gedenkinstitut, oh geil. Das ist meine neue Hassmap. Also neben Haddonfield ist das hier wirklich... Unschön, Pinners. Unschöner Scheiß. Na toll. Aber ich weiß noch, so alte... Es ist der Fallensteller. Okay. Der lief hier gerade so an mir vorbei. Ja, und ich liegen Fallen rum. Nee, was ich aber gerade sagen wollte, so alte Strategiespiele, da war das immer so, teilweise, wenn du dann die Aufträge bekommen hast, dann hattest du am Anfang auch immer noch so ein Morsecode. Dann machst du das auch mal so... Und dann... wussten alle Bescheid. Boah, hier bei mir hat gerade der Mac einen Generator angemacht. Dann war hier Herzschlag und ist der Mac sofort wieder weggelaufen. Ich hab Herzschlag. Na, bist du das? Na, anscheinend nicht. Er hat meinen Generator kaputt gemacht. Ich verstecke mich jetzt hinter Betten. Ich bin das Bett. Es hat gut funktioniert. Aber alle guten Dinge sind drei. Vielleicht sieht er mich ja beim dritten Mal. Hier machen wir schon mal den ersten Generator an. Oh. Gevola. Oh, Gevola läuft gerade direkt auf mich zu. Mit dem Fallsteller im Nacken. Das ist wieder die Fliegenklatschen-Taktik. Oh, das ist gut. Ihr seid relativ weit weg. Nee, ich bin relativ dicht dran. Ich sag ja, ihr seid weit weg. Ist gut für mich. Ich habe hier nur blutige, dreckige Betten. Hä, aber ich weiß gerade nicht... So sieht das bestimmt aus. Hm? Ich weiß gerade nicht, wo der den hinbringt. Es ist ja mega weit weg. Der ist ja noch einen halben Kilometer gelaufen. Eiserner Griff? Sehr wahrscheinlich, ja.
So, ich mache jetzt mal den nächsten Generator an. Vielleicht kommt er dann ja zu mir. So. An. Ich hole ihn runter. Du holst dir einen runter? Ja, definitiv. So anturnen findet das Spiel jetzt nicht. Nee, aber die Charaktere, wenn du dir zu einer Mac mal auf den Popo guckst, dann hast du schon einen Grund. Ja, aber dem Schwein auch. Nee, das ist dann wie abturnen durch diese Schweinemaske. Ja. Das stimmt. Hä, sind die normalerweise nicht oben diese Luken auf, wenn du in dem mittleren Raum bist? Und dann kannst du doch da runter springen. Weiß ich nicht. Ah, lol, okay, ich bin nicht weit genug gelaufen. Ich hänge jetzt wahrscheinlich gleich. Ja, ich hänge jetzt in diesem Mädchen rein. Sehr schön. Ich habe den Keller gefunden. Dann kann ich aber hier immerhin Fernsehen gucken, ne? Er platziert hier jetzt überall Fallen, rund um mich herum. Das ist doch nett. Fidibum. Der passt auf dich auf. Ja. Damit mich keine wilden Tiere angreifen. Oh, eine Nier. Wann haben wir das letzte Mal mit einer Nier? Oh, und eine Mac. Okay, ich gehe zu dir. Ja, ihr sitzt alle so zusammen. Da sollen die beide mal den Generator machen. Geht er weg? Nee, er kommt gerade wieder. Wahrscheinlich bringt er eine neue Falle vorbei. Ja, er bringt eine neue Falle vorbei. Oh, er kommt, glaube ich, gerade direkt in deine Richtung. Oh ja. Er hat mich auch gesehen. Hä? Der hat voll an mir vorbeigeschlagen und trifft trotzdem. Verfolgt er dich? Nö. Weil Nia Carlson vom Dach holt mich wahrscheinlich jetzt gleich runter. Oder auch der nicht? Der verfolgt mich. Oh, oh. Ich komm zu dir. Ich bin jetzt wieder geheilt. Ah, er läuft genau in deine Richtung. Aha! Ja, blockt mich alle. Mach ich. Damit er dich nicht nochmal haut. Scheiße! Ich hab gedacht, das funktioniert. Hä? Das Spiel ist voll buggy, ey! Nee, das leckt ein bisschen. Ja, sag ich ja. Der schlägt vorbei und trifft trotzdem. Yo! Killerbetäubung, Baby! So, ich heile jetzt mal Sival. Ich glaube, ich bin ihn los. Das wäre doch sehr erfreulich, oder nicht? Damn. Er ist wieder hier. Boah, ich habe auch gerade plötzlich viel krassen Herzschlag. Alter! Da oh, liegt ja, eine Kuh! Ich stehe fast direkt neben mir. Da liegt eine Kuh im Bett! Da liegt eine Kuh im Bett! Die ist stranguliert worden. Geiler Scheiß. Oh mein Gott, das leckt so hart. Ja. Ich brauche ein Medikit. Dringend. Hä? Woher weißt du denn, dass ich in der Ecke stehe? Weißt du, der kommt um die Ecke gelaufen, schlägt sofort zu. Boah, das leckt so hart. Lol. Oh, Vito. Ja, Entschuldigung, da bin ich eigentlich... Dadurch, dass ich so geruckelt bin, weit einen Meter von entfernt. Hä, die oben ist tot? Ja, weil ich ganz lange am Haken hing und mich niemand geholt hat und dadurch, dass ich ja dann schon gestruggelt habe,
schon tot. Wollte ich ja. Weißt du, und ich habe die anderen auch noch schön gerettet, ne? Und die wollten wir nicht retten. Enttäuschung überall, auf ganzer Linie. Gott, ist das ein Stress, ey. Ich meine, es kann ja nicht immer gut ausgehen. Es muss immer gut ausgehen. Gib mir Punkte. Sival hat Herzschlag. Sival hat keinen Herzschlag mehr. Valkyria hat Herzschlag. Das stimmt sogar tatsächlich. Er kommt in deine Direction. Ja, ich sehe das. Ich habe irgendwie, die anderen haben noch keinen Generator gefunden. Die sind alle noch auf der Suche nach einem Generator. Ah ja, jetzt Sival hat einen Generator gefunden. Fängt das auch an, einen Generator zu machen. Das Gewohler ist auch noch auf der Suche. Hat jetzt bei Herzschlag. Das heißt, du kannst auch wieder an den Generator gehen. Sival hat jetzt auch Herzschlag. Das Gewohler nicht mehr. Oh, Sival hat's erwischt. Ja, ich seh's. Gewola sucht immer noch einen Generator. Hat jetzt die Luke gefunden. Oh. Wenn ich dir beschreibe. Lol. Guck mal, die sitzt fast direkt neben dir. Sival hat er auch gehen. Ja, aber es ist ja relativ weit weg. Ja. Der liegt da jetzt aber auch wieder ordentlich fallen. Ihr könnt jetzt den Generator problemlos anmachen. Ja. Sival hat immer noch Herzschlag. Okay, jetzt auch nicht mehr. Ich habe jetzt Herzschlag. Schaffst du oder schaffst du? So, dann sind wenigstens der Generator an. Hä? Gewola schleicht jetzt gerade Sival hin. Oh, hat aber auch Herzschlag. Na, ich seh's, ich seh's. Ach shit, ich muss hier Dings aufmachen. Scheiße, wo war der Ausgang? Ah! Ja. Hast doch einen gefunden. Sival hat immer noch Herzschlag. Was macht's Gewola? In der Nähe rumschleichen. Hat aber das Problem, dass gerade der Feinstaub vor ihr steht. Das Gewohler ist abgedreht und es läuft jetzt zu deiner Richtung. Ist jetzt beim Ausgang. Oh scheiße, ich hab den Feinsteller hier. Nein! Ja, vielleicht sollte es auch zum Ausgang. Fuck, ich muss raus. Wie geht das? Hast du das gesehen, wie das geleckt hat? Ja, du bist doch ganz lange gegen Gegenstand dagegen gelaufen. Hast eigentlich quasi nichts gemacht. Ich hab's auf Video. Ich auch. Huhu. Oh scheiße, ich hab den Feinsteller hier. Nein! Ja, vielleicht sollte es auch zum Ausgang. Fuck, ich muss raus. Hä? Wie geht das? Hast du das gesehen, wie das geleckt hat? Ja, du bist doch ganz lange gegen Gegenstand dagegen gelaufen. Bin Hast ich eigentlich nicht. Quasi nichts gemacht. Bin ich nicht. Ich hab's auf Video. Ich auch. Sival ist tot. Ja, und ich lässt da jetzt das Gewohlhaus raus und dich hängt jetzt auch noch auf. Vor allem, wie er mich erstmal angeguckt hat. So, oh, was willst du denn, du kleines Baby? Willst du hier rauskriechen? Nee, das wird aber nix. Hä? Hä? Oh, wie süß ist das denn? Der lässt mich frei. Der lässt mich frei! Der lässt mich frei! Lol. Ah! Oh, das okay. Finde ich voll nett. Das finde ich voll nett. Thank you.
Mr. Killer. Hä, aber der Killer ist doch der Host, oder nicht? Ja. Also es ist wohl Just Smile. Yep. War ich really kind. So, dann würde ich sagen, wir starten in die nächste Runde, oder? Have a nice evening. Ich. Ja, du. Genau du, Just Smile. Und nächste Runde. Oh, guck mal, Floki. 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 Floki in der neuen Runde. Der Gott des, der Lügen. Nee, warte mal, das war Loki. Das war Loki. Floki ist ein Charakter aus Viking. Ja, das stimmt. So, dann hier mal bitte Häkchen und so. Mein Häkchen ist schon gesetzt. Ja, mein Häkchen ist auch immer da. Ich setze meinen Haken bei bereit. Sei klug. Sei wie Valkyria. Hallo, Hypervortex. Du sollst auf OK drücken. Danke, Hypervortex. Jetzt fehlt noch Floki. Aber ist ja egal, geht ja eh jetzt los. So. Ja, komm. Oh. 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 Du, Vito? Ja? Ich bin müde. Oh nein! Was machen wir denn da? Da müssen wir ganz schnell einen Krankenwagen rufen. Oder wir schicken dich ins Bett. Ja. Bett. B-E-T-T. B-E-T-T? B-E-T-T. Jetzt habe ich Lust, unsere kleine Farm zu gucken. Wow. Meinst du, von unseren Zuschauern kennt überhaupt noch jemand die kleine Farm? Das heißt unsere kleine Farm, nicht die kleine Farm. Meinst du, von unseren Zuschauern kennt noch jemand unsere kleine Farm? Bestimmt. Das lief ja eine ganze Zeit auf Sat.1 Gold. Also ich zum Beispiel habe noch nie in meinem Leben Sat.1 Gold geguckt. Ja, das mache ich nur. Gideon Fleischfabrik, waren wir hier mal? Nö, neu. Ich glaube, die Map gehört zu dem neuen Killer. Zum Schweinchen, oder nicht? Ja. Lol, ich hab gleich Herzschlag. Hä? Lol. Hä? Ich auch. Ich kenne mich hier doch gar nicht aus. Und ich hab ein scheiß Versteck. Bist du das da im Generator? Ja. Oh. Du hattest ja also auch dementsprechend gerade Herzschlag, oder nicht? Ja. Ganz kurz. Da oben hängen Schweinchen. Hm. Voll romantisch. Das tropft sogar noch. Oh, Vito! Ja, sorry, ich hab grad bei den Schweinchen geguckt, weil du das sagtest, von wegen es tropft. Und dann kam der Fähigkeitscheck und das waren so richtig gemeine. Wo du so eine Millisekunde zum Reagieren hattest. Der Killer Besuch. Kommt. Jo. Ja, wer ist es denn? Ich glaube, der Killer weiß nicht, wie er hier reinkommt. Ich weiß nicht, wie wir hier rauskommen. Oh oh! Wo, die Tür geht auf! Ich setze mich jetzt in der Ecke und hoffe, dass er mich nicht sieht. Oh lol, über hier über Vortex. Es ist der Verrückte mit der Kettensäge und der Axt. Also der Troll. Nee, also hier der Dingsheini. Oh ja. Wuhu. Oh oh. Oh mein Gott, er hat mich gesehen. Toll, mich auch. Was ist
denn das hier? Eine Fleischfabrik, also müssen wir auch Fleisch liefern. Oder nicht? Uhu. Der ignoriert mich komplett. Warum ist Hyperwortex denn schon wieder down? Also ich habe mein Leben investiert, um ihn zu retten. So, ja, ich auch. Okay, Hypervortex ist tot. Oh, das ist voll nett hier. So, und wo seid ihr so? Ich bin unten im Keller. Also jetzt nicht so ein richtiger Keller, sondern so ein Keller. Über den Killer-Keller habe ich jetzt gerade auch gefunden. Und hier ist eine veräscherte Leiche. Hier sind mehrere veräscherte Leichen. Hier sind ganz viele Puppenköpfe. Oder verweste Leichen. Die sehen aber verbrannt aus und so merkwürdig. Ey, das ist eine ganz schlimme Map, weißt du, dass dadurch, dass es halt zwei Ebenen gibt, kann es sein, dass der Killer quasi über mir ist und dann habe ich trotzdem Herzschlag und alles, weiß aber nicht, dass der Killer über mir ist. So, dann geh erstmal davon am schlimmsten aus. No smoking. Hier darf man kein Smoking tragen. Ja. Ito, ey. Lol. Mit bei einem Fass, das sieht so aus, als hätte es ein Gesicht. Die ganzen Fässer hier haben Gesichter. Oh mein Gott, ist das gruselig. Oh Gott. Oh Gott. Ich muss jetzt hier ganz schnell weg. Ich muss jetzt hier ganz schnell weg. Oh Gott! Ich ja, ne? Voll erschrocken. Hast du auch gesehen, oder? Ich hab die Maske vom Schwein gesehen. Ich geh da mal hin. Weißt du, vom Schwein. Also die Schweine-Lady. Der Kopf ist hier. Und noch okay. Mehr Schweineköpfe. Und Dummy-Puppen. Hä? Wie geht das denn? Was denn? Ja, Floki hängt. Vielleicht wurde er bei einem Generator erwischt. Also ich grab die ganze Zeit hier so ein Symbol unten im Keller, von wegen, hier ist Treppe nach oben. Aber ich finde nichts Treppe nach oben. Oh, jetzt finde ich Treppe nach oben. Na toll. Ja, disconnected auch noch. Ja, ey. Rage Quit, was soll denn sowas? Super. Wie sieht's bei dir mit dem Generator aus? Angefangen. Bist du gerade an einem dran? Ja. Oh mein Gott, da ist Jigsaw im Fernsehen. Die Map hat ja was. Ich hatte eben kurz ganz leicht Herzschlag, jetzt nicht mehr. Ich habe gerade ganz doll einen Herzschlag. Bilde ich mir das ein oder wird Jigsaw immer... Ah! Oh. Okay. Oh nein! Hey, yo! Oh, was ist das denn hier für ein Schallraum? Hey, komm, wir rennen die Treppe hoch, denn da geht's uns gut. Denn wo eine Treppe ist, ist auch ein Ausgang.
Oh my fucking... Alter. Oh my god. Look at her butt. Ja, das kannst du bei Mac sagen. Ja. Los, Killer, lauf in die Richtung. Ja, er läuft in deine Richtung. Jetzt renne ich wieder hinter seinem Rücken entlang zu dem Generator, den ich ihm gerade angefangen habe und der so halb fertig ist. Und dann mache ich den eben fertig. Und dann haben wir schon, brauchen wir noch einen Generator. Okay, der hier ist zur Hälfte ist und noch. Dadurch, dass er den wieder runtergehauen hat. Alles voll spannend hier. Oh, jetzt werde ich hier von meinem Popschutz angespuckt. Bratwürstchen. Das gibt's nicht. Ich habe meinen Popschutz angespuckt, dann wollte ich die Spucke wegmachen und dann ist mein... Oh, ist der Generator genau in dem Moment wieder in Luft geflogen. Hier ist eine Bratwurst auf einer Kiste. Er ist bei mir wieder. Im Keller? Killerbetäubung, ich bin Supreme, Alter. Ich will hier weg. Na komm doch. Das finde ich jetzt nicht so gut, dass du kommst. Oh Gott. Die Kühlkammer ist ja mal geil. Das Schwein hängt hier und seine Wirbelsäule hängt noch raus. Das ist nicht fachmännisch und weitgerecht zerlegt, Freunde. Das kann sogar ich besser. Und die ganzen Gedärme hängen da noch drin. Die sind nicht mal ausgenommen. Ja, 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 ja. Oh, geil. Also wer auch immer das war, der hat keinen Jagdschein gemacht. Oh ja, jetzt weiß ich, was du für Leichen meinst. Und enthauptete Leichen? Könntest du bitte mal einen Generator wieder machen? Ja, ich suche einen. Und ich sightsee. Sightseeing. Hä? Sind die ganzen Generatoren nur oben? Ich weiß es nicht hundertprozentig. Lol, hier ist ein Bett. Hallo, wer macht hier jetzt Sightseeing? Ich gucke, ob ich noch gerade einen anderen Generator sehe. Da ist noch ein anderer Generator, der noch gar nicht angefangen ist. Also ich habe mich hier irgendwie hier unten in den Katakomben verlaufen. Oh, okay, hier ist der Ausgang. Also ein Ausgang. Also hier unten sind keine Generatoren. Boah, das geht noch eine Etage runter. Achso, das ist der richtige Keller. Ho, 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 ho. Alter. Achso, der ist schon fertig. Scheiße. Warst du schon im Keller? Ich war irgendwann mal zwischenzeitlich im Keller, ja. Jo, also, er war gerade auf jeden Fall wieder oben. Was heißt wieder? Ist er eben die ganze Zeit unten gewesen? Weiß nicht, er kommt jetzt auf jeden Fall wieder in meine Richtung gelaufen. Der Herzschlag wieder doller. Jetzt wieder weniger. Weil ich gehe fast davon aus, dass die Generatoren noch oben sind. Weil ich sehe ihn immer halt nur oben. Und wenn er zwischen den Generatoren patrouilliert, dann wäre es zumindest erklärbarer, warum ich ihn immer nur oben sehe. Macht Sinn. Jetzt war er wieder gerade bei mir in der Nähe. Er ist bei mir. Er ist bei mir. Er ist bei mir. Er ist bei mir. Er hat mich nicht gesehen. Oh, es ist ja wieder hier. Dabei bin ich hier runtergekrüppelt und er sieht mich nicht. Scheiße, er ist bei mir. Er hat daneben geschlagen. Er hat nochmal daneben geschlagen. Das ist eine Sackgasse! Nein! Sorry. Alles gut. Irgendwo war hier vorne noch mal eine Treppe. Ja, ich bin down. Hä, wo war denn hier die Treppe mit der Palette? Die hab ich gerade gesucht, da war ich doch vorhin und hab ihn ausgetrickst. Die Treppe mit der Palette. Ja, ich hänge jetzt direkt neben dir. Ja. Guten Tag. Er kommt in deine Richtung. Ja, ich seh's.
Satz mit X, das war wohl nix. Ich mach einen Fluchtversuch. Ich mach noch einen. Ah! Ich mach noch einen. Ah! Hab's leider nicht geschafft. Okay. Schade. Ich dachte schon, ich werde jemand kommen, aber nein. Ich glaube, das wird die erste Runde dieser Season, dass wir gegen den Killer verlieren. Nee, ich glaube nicht. Wieso? Kannst du dich nochmal freiwilligen? Nee, ich meine, dass das jetzt die erste Folge ist in der Season, wo wir gegen den Killer verlieren. Ich glaube nicht. Oh, der zündet ein Feuerwerk für mich. Welche Folge habe ich denn dann vergessen? Nee, ich weiß es gerade nicht mehr. Das war's. Hier. Dein Potenzersatz. Ja, Potenzersatz. Ja, wie er hier mit seiner Kettensäge rumspielt, das ist ja mal. Die Kettensäge als Potenzersatz, alles klar. Ja, der hat doch bestimmt sonst nichts. Ich meine, guck ihn dir mal an, so zerschnibbelt wie der ist. Ich sehe ihn gerade nicht. Und der slidet hier von A nach B. Ja, jetzt wieder in die andere Richtung. Ja, toll, machst du das? Ja, fein! Ja, gute Kettensäges-Pussy. Ja, fein! Oh, was für ein verrückter Typ, ey. Ich mag die Map. Ich finde die Map halt gruselig dadurch, dass du halt zwei Ebenen hast. Und wenn er über dir rumläuft und du gerade unten im Keller bist, denkst du halt, du bist tot. Er ist direkt bei dir. Ja. Das stimmt. Und ich komme irgendwie nicht damit zurecht, dass das so geschlossene Räume sind. Also überall, wo es bebaut ist und wo so geschlossene Räume sind, da kann ich mich irgendwie nicht verstecken. Bin ich zu blöd für. Tja. Keine Ahnung. Blöd gelaufen. Ja, manchmal ist es halt so mal so, ne? Man kann ja nicht immer nur gewinnen. Nee, das stimmt. Tja. Lady Rubis Rouge. Ja, gut, war eine Runde, die okay war. So. Ja. 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 Gibt's jetzt noch eine Runde oder war's das schon mit dem Part? Weiß ich nicht. Wir sind schon bei einer halben Stunde, ne? Ja. Und du musst wieder viel schneiden. Mag und sein. Es ist schon spät. Okay. Deswegen machen wir an dieser Stelle einen Cut. Ach nee, ist das meine oder deine Runde? Es ist meine Runde. Ich habe begrüßt mit Señoritas und Signore. Genau. Chicas. Chicas. Wir machen heute Feierabend mit die Part und wir sehen uns dann nächste Woche Samstag wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Dead by Daylight. Wir wünschen euch einen wunderschönen Abend, morgen oder Mittag, je nachdem, wann ihr euch das Ganze hier anschaut und damit Snitzel Mama over and out. Und von mir natürlich auch. Wunderschöne Grüße wollte ich gerade sagen. Egal. Tschüss und Wiedersehen. Und tschüss.